Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme LS17. Mit dabei unser lila Lenxa. Bautze. Moin, moin. Und unser Bauernmümmel, ein Gaming TV, wo ihr auf dem Kanal vorbeischauen können. Juhu. Und wo ging mein Licht an? Ja, wo ging. Genau. Ah, schau, ihr mit eurem Da rein ist gut, also bei mir haut's hin. Gut, so. Alles klar. Ja, wie wär's denn mal, wenn du nur vorne Licht anmachst? Hier. Was? Ah, nee, das ist Thorsten hinten, hinter mir. Der. Ich mach alles an hier. Der alte. Naja, egal. Okay. Wir machen hier jetzt eine kleine Waldaktion und zwar fahren wir mal ein bisschen weiter weg im Wald. Genau. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns dort im Wald erwarten wird. Da werden wir auf jeden Fall viel Holz beiseite legen. Und irgendjemand muss es dann halt immer runterfahren. Und ich werde mich wieder ganz weit verpissen. Ich bringe nur das Hauptquartier daher. So. Und da wir da ja natürlich auch ein bisschen länger sind, transportieren wir jetzt auch gerade unseren schönen Bauwagen dahin. Ja, irgendwo müssen wir ja essen, ne? Das weißt du, was ich mit Hauptquartier gemeint habe, Thorsten. Oh. Moment. Ich bin gerade aus Versehen. Wollte nur ein bisschen weiter ranzoomen und bin aus Versehen einen anderen Trecker reingeswitcht. Auch nicht schlecht. Ja, das ist halt noch der alte 360-Controller von Anno dazu mal. Oh, schön hier, hä? Ja, jetzt richtig entspannt. Und wer muss wieder zurücklatschen? Ich. Das kann ich ja mitnehmen beim nächsten Mal, wenn ich eine Fuhre wegschaffe. Boah, so, jetzt muss ich mal gucken. Sind wir jetzt schon hier? Ich glaube. Oh. Was denn? Ja, es wäre aber nicht schlecht. Geht hier vorne? Ne, hier vorne geht's auch noch rechts. Wir müssen hier, müssen wir rechts. Alexa musste gerade ein bisschen in die Eisen gehen und ich auch. Ja, von Blinkern hat Osti noch nie was gehört. Kenn ich nicht. Wer ist diese Blinkern? Das sind diese Lampen, die immer wieder an und ausgehen, wo alle denken, sie sind kaputt. Ach, diese Nervendinger. Die haben immer so ins Auge stechen und blinken, ja? Ich merke, der Trecker hat kein Frontgewicht. So, jetzt sind wir hier im Wald. Oh, die Tür. Wie weit willst du noch in den Wald reinfahren? Naja, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Na, keine Sorge. Wenn wir hier fertig sind, dann ist der Wald ein bisschen ausgedünnt. Ich muss aber mit Innenansicht fahren. So. Ach du. Da leck mich am Arsch. Also wenn der Trecker das nächste Mal im Ort ist, kommt der Frontgewicht dran an den Kleinen. Ja, also wir haben ja nicht gedacht, dass wir hier so durch die Kante belzen müssen. Was ist denn hier los? Na jo, geht's richtig in den Wald? Nein, wo? Gott, oh Gott, oh Gott. Da kannst du Pilze mitnehmen, Junge. Ja, Thorsten findet nicht wieder raus. Oh, Alter, aber ein Wald. Weißt du, was mir da gerade sofort wieder einfällt? Was denn? Hänsel und Gretel. Ja. Hast du Brot? Also wenn ich hier nicht rausfinde, gibt es einen ganz einfachen Weg, wie ich mich hier wieder befreie. Es ist ganz Alter, einfach. Du weißt aber schon, dass die Motorsägen vorher verkauft werden, gell? Davon hat keiner was gesagt. Ja, doch hab ich gerade. Wo seid ihr denn hier? Vor lauter Bäumen sehe ich ja bald nichts mehr. Einfach den Weg gerade aus weiter. Warte mal, wir müssen mal anhalten. Ich hab euch komplett aus den Augen verloren. Gerade fahr einfach weiter den Weg. Nicht abbiegen, nicht abbiegen. Na, ich bin nur gerade in Schlingern gekommen. Du weißt aber schon, wo du hin willst, Osti. Ich wollte eigentlich da rechts rüber. Rechts rüber? Wo rechts rüber? Na, warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Bei der 61 oder was? Nee. Hätten ja irgendwo rechts abgemüsst. Ja, da vorne war eine Kreuzung, hinter uns. Osti, wo willst du uns denn hier hinführen? Naja, hier ist auf jeden Fall. Hier könnten wir. Wenn wir jetzt hier rechts fahren. Kommen wir zu Feld 61. Aber es müsste ja trotzdem wieder irgendwo nochmal rechts gehen hier oben. Nee, wir sind hier total falsch. Der Förster, der haut uns in die Fresse. Pass auf, wir müssen umlenken. Wann müssen wir?
Wie soll denn Lenkser mit dem Hänger umlenken? Machen wir mal Platz, fahren wir mal bitte zurück. Ja, warte doch mal! Gut, ich stehe andersrum. Ich stehe schon andersrum. So, hab ich doch gut gemacht. Nee, ich lenke mal hier um. Ja, das Problem ist, Thorsten weiß jetzt nicht, wo lang. Ja, ich fahre an euch vorbei, warte. Ja, warte, ich muss einfach... ich hänge, warte. Scheiße, da ist die hängt. Ja, oh mein Gott. Oh, Scheiße. Das habt ihr mit eurer scheiß Nacht- und Nebelaktion. Ja, ja, jetzt sind wir wieder schuld, wenn du nicht Trecker fahren kannst. Ja, was hast du jetzt wieder gemacht? Was machst du denn da für ein Kram? Warte mal. Hä? Wo habt ihr denn jetzt den Hänger gelassen? Der hängt doch dran. Ich sehe hier nichts mehr. Warte, langsam, warte, ich mach den Kran wieder richtig. Bist doch dran, was du nur willst. Naja, na, weil ich einen Kran weggemacht habe. Mach raus mit der Karre, Junge. Ich bin's wohl. Du. Ja, wo lang jetzt? Jetzt warte, jetzt muss ich gucken. Geht denn der Lenkser jetzt eigentlich? Ich bin einfach nur ein Stückchen weiter vorgefahren, den Weg wieder, den wir kommen. Warum ist der Thorsten ganz am Rand? Ich versuche gerade nur Platz zu machen, damit der unser. Alter, der ohne Hänger, der. Unser, damit unser glorreicher Anführer. Meine Frage, ihr werdet mir gerade bei Feld 144 angezeigt. Nee, wir sind hier hinter dir. Besser anstatt, ob mich vorbeilässt. Ja, nee. ja, siehste, ja, das kommt von einer Drängelei. Was macht denn ihr da hinten? Ja, ich würde ja gerne. Ey, du hast zu viel Platz, du hast keinen Anhänger dran. Ich sehe hier nichts in dem Busch hier. Hat komplette Beleuchtung an. Oh, Lenkser, kannst du ein Stück vor irgendwie das vorbeikommen? Danke. Gott, ey, die Folge kann man auch Chaos-Trupp nennen, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt hier müssen wir links. So. Ja, da sind wir hergekommen. Ja, ich weiß. Wir hätten hier oben immer links ab müssen, also rechts vorhin. Also hier finden wir doch nie wieder nach Hause, ey, ganz ehrlich. Alter, hoffentlich kommen wir hier im Winter wieder raus. Das wird ja noch ein Stück dauern hier. Gott, man sieht ja fast nichts, ey. Wird Zeit, dass wir in eine Schneise schlagen. Was denkst du, wie toll das ist, wenn du von hinten geblendet wirst und eine Scheibe anschlägt und du nicht siehst? Danke. Ja, jetzt sehe ich auch nicht mehr. So, hier müssen wir jetzt links. Wir kamen von vorne und hier müssen wir halt immer rein. Aber versuchst du gerade irgendeinen speziellen Platz wieder zu finden? Nee, ich wusste, dass der da ist, aber ich habe nur gedacht, dass wir an den anderen Platz kommen. Vielleicht. Aber jetzt sind wir halt an den hier, ne? Oh, hier sind andere Leute am Berg. Aha. So, gut, dann hätten wir unseren Bauwagen gar nicht mitnehmen brauchen, ne? Ja, Eigenheim. Ich bleib hier stehen mit dem Bauwagen. Mal gucken, hier. Na, ich will noch mal kurz was gucken. Alter Falter, ey. Ach, das ist das alte Modell. Hat nicht mal Heizung. Schweige dein Fenster. Nee, das ist der Geräteschuppen hier, ich hab den Kasten schon hochgebracht. Brauch mich doch, wenn du was nicht weißt. Nö, ich guck noch mal kurz, nicht, dass der Fürster einen anderen Platz gemeint hat hier. Kann nämlich auch sein, da hat das hier gemeint. Er steht da längst da ganz im Dunkeln da. Wieso? Ich hab doch Taschenlampe. Hier hört der Weg auf. Ich glaube, wir müssen hierher. Oh ne, hier ist gleich Map-Ende. Ich finde nicht mehr zurück. Mutti! Wieso ist die? Hier sind doch die Bäume markiert. Ja, ich komm doch schon. Wir sind hier richtig. Komm doch schon. Pass auf, wir tun jetzt alles ordentlich hinstellen. Ja,
dann haben wir unseren neuen Platz. Wir müssten halt nochmal gucken, dass wir vielleicht einen größeren Anhänger dürfen, dass wir mehr Holz drauf kriegen, gell? Ja, dass wir vielleicht, wenn wir hier schon mit drei Treckern sind, dass man auch jeder dann einen Anhänger voll mitnehmen kann. Wieso? Ja, ich nehme nichts mit. Was soll ich mitnehmen? Lass mir. Nein, du doch jetzt nicht. Ach, Lenkser, vergiss es. Wir machen das schon. Gell, Lümmel? Jo. Das sind doch die Bauern-Uschis. Die Forst-Uschis. Ich fahr jetzt erstmal den Hänger hier so. Nein. Und das ist eine scheiß Idee. Lass mal da stehen, der steht da gut. Ja, der steht wirklich gut. So. Osti? Ja. Komm mal kurz her, wo ich bin. Was hältst du denn davon, wenn wir die Bäume hier wegmachen, da haben wir hier eine schöne Fläche. Ach, alles Alter. Oh ja. Das ist auch dein Plan, ja? Fällen. Komm, fällen. Aber wisst ihr, was wir da noch brauchen hier oben? Was denn? Stubbenfräse. Ja. Mal gucken, die kann ich euch nachher vielleicht noch schnell hochbringen. Ach, das wäre auch sehr schön. Kannst du sogar kurven. Okay, wir lassen den Traktoren erst mal an. Ja, weil sonst sehen wir ja gar nichts. Sonst sind wir ja total blind, gell? Und wir machen ja auch schon mal einen kleinen Einsatz. brauchst du die jetzt gleich oder darf ich erst noch fertig? Stubbenfräse wird nicht sofort benötigt, aber ich glaube, wir brauchen bei Zeiten einen Bomsi, denken Sie. Was? Schredder. Oder wir laden alles auf, das können wir natürlich auch machen, gell? Wir schneiden die so, dass wir gar keinen großen Abfall haben. Also darf der Lümmel nicht zerschneiden. Ja, ich meine, wir können ja wieder als Schredder vermieten. Er hat ja nur nicht die Welt gefressen. Der ganz große. Den wir hatten. Ja, ich meine, es wäre vielleicht gescheiter, den hier herzustellen, oder? Ja, da muss trotzdem einer wieder runterkommen, weil du hast ja auch einen Hänger noch. Ja, mein Hänger steht auf dem Bauernhof. Ja, würde ich gleich. Ja. Oder kriegst du den an den Ding mit dran? Nee. Kriegst du nicht mit dran, ne? Wenn ich den Häcksler fahre, krieg ich keinen. Naja, und wenn du den anderen fährst, dann kriegst du. Aber der ist halt schnell voll, gell? Deswegen ja. Was denn? Nix, ich überlege, wie wir alles machen. Ich sehe auch gerade was eigentlich was Schlimmeres, was angenehmer wäre. Was denn? Ja, so Holzhänger wie du hast. Mit was? Mit Auto. Oh ja, dann bring den mal. Bring den mal, ich kann maximal die Stubbenfräse. Ja, bring halt erstmal die Stubbenfräse mit Ernährung und noch einen Häcksler bringen. Ey, Osti, ich hab jetzt zweimal den Baum hier gefällt, ne, wo ich dir davor stelle, aber der will nicht umkippen. Genau da, wo du jetzt davor stehst. Standes. Ja, die fallen manchmal nicht, da muss der Fallkörper ein bisschen umändern. Ja. Kurze Frage, da wir jetzt sowieso mehr Holz machen. Ja. Der Häcksler kostet 64.000. Oh, das ist aber so viel. Ja, komm. Scheiß drauf. Osti, können wir ausnahmsweise den Baum hier auch wegmachen, hier vorne, obwohl es ja eigentlich ein Laubbaum ist. Oh. Und wenn wir nur tot an der Seite legen, dass er hier weg ist, damit wir hier Platz haben. Ja, okay. Gut. Aber warte bitte. Lass mich erst den umschmeißen hier, oder? Kannst du den noch ausputzen? Oh, wie cool, jetzt habe ich wieder zwei Ostis. Ja, bei mir leckt es gerade noch. Ja, aber übelst. Ja, und ich kann den Hexbau nicht auswählen. Boah, Alter. Ist gerade übel. Übel gerade. Ja, fährst vor und zurück mit dem Ding. Ja, das mache ich ja auch, aber. Ja, wie gesagt, ich kann den Hexbau nicht auswählen. So, gucke jetzt mal langsam. Soll ich ihn auswählen? Komm nicht mal jetzt aus dem Shop mehr raus. Ah, das zerwichst hier gerade. Ja.
Ich komme nicht in den Shop rein. Ja, und wenn ich jetzt guck, du hast hier unten die drei Felder zurück, Garage und auswählen. Ja. Wie so Ladebalken, es fängt mal zurück an und der grüne Balken wandert drüber und über. Guck mal, wo ich jetzt hier gesägt habe. Ich konnte gar nicht tiefer ansetzen in dem Moment. Also ich glaube, entweder liegt das jetzt an der Map, weil es hat ja letztes Mal auch schon so angefangen mit dem Doppelten. Aber ich komme auch gar nicht mehr aus dem Shop raus. Ich komme nicht rein. Langsam mach raus. Ja, ich komme nicht raus. So, hier Thorsten, guck, jetzt müsst ihr hier jeden einzeln absägen. Warte. Jeden Ast einzeln absägen. Der liegt bei mir noch nicht mal auf dem Boden, der hängt noch so halbwegs hier. Ja, bei mir ist er auch noch dran. Ja, ich kann jetzt wieder laufen, wenn ich irgendwo aussteige. Ich glaube, da sind wir ganz kurz. Ja. Alles klar. Ja, meine lieben Zuschauer, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja. Und ja, wie das hier noch weitergeht, schaltet euch ein. Mal vorbei und ja, lasst Grüße von mir da. Schreibt es mal in die Kommentare beim Thorsten. So, alles klar. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.